Was haben wir hier? Eine feuergottähnliche. Das soll ein Hörter sein, kein Helm. Eine feuergottähnliche poliert einen Pranger und kümmert sich mit der Zärtlichkeit einer Mutter für ihr Lieblingskind. Oh Gott. Der Raum ist dunkel, lediglich von dem Glimmer ihrer aus Stahl geschmiedeten Haut beleuchtet. In ihren Augen lodert das Licht vom Magrans Feuer. Als sie dich hereinkommen hört, wirft sie dir einen Blick völliger Verachtung zu. I will give you an experience you won't soon forget. Ich bereite dir ein Erlebnis, das du so bald nicht vergessen wirst. Erzähl mir von dir. I must assume the question beneath your question is how a fire godlike came to find herself in a place such as this. Ich gehe davon aus, dass du eigentlich wissen willst, wie eine Feuergottähnliche dazu gekommen ist, an so einem Ort zu landen. Sie lehnt sich gegen eine Wand aus Ketten, sie klirren und rasseln und sie lächelt beim Klang. Perseverance. Being as I am, I have been forced to find it for myself. Now I teach it to others. To live in a world as a thinking, feeling creature, it is difficult. Durchhaltevermögen. So wie ich bin, war ich gezwungen, es für mich selbst zu finden. Nun bringe ich es anderen bei. Als denkende, fühlende Kreatur in der Welt zu leben, das ist schwer. Es fordert Stärke. But we cannot always be strong. I help those who have lost their strength to find it again. Aber wir können nicht immer stark sein. Ich helfe denen, die ihre Kraft verloren haben, sie wiederzufinden, indem du sie hier ankettest oder in Käfige sperrst. Sie wickelt eine Kette um ihren Arm und zieht fest. Die Stahlglieder glühen bei der Berührung mit ihrer Haut rot wie ein Schmiedefeuer. Vergiss es. Dann haben wir noch den Raum hier. Ah, das muss ja irgendwas höher sein, oder? Ein kräftiger kleiner Mann summt eine fröhliche Melodie vor sich hin und organisiert seine Sammlung von Duftölen. Als er dich hereinkommen wird, begrüßt er dich mit einem Lächeln und einer riesigen, ausgestreckten Hand. Sein Handgriff ist stark und fest. Come to seek ablution for your sins. Bist du gekommen, um dich vor deinen Sünden reinzuwaschen? Er schlägt sich vor Lachen aufs Knie. Ablutions? Absolution? Ha! I crack myself up. Gets me every time. Verstanden? Waschungen? Reinwaschen? Ich lach mich kaputt. Der ist immer witzig. Kiech erwischt, dass ich eine Träne vom Auge jag. Bath? Whatever you need. Just ask. Massage, Bad, was auch immer du brauchst, du musst es nur sagen. Wie bist du hier gelandet? Oh, you don't want to hear about that. I lived a boring life, so there wouldn't be much to the telling. Oh, davon wirst du ganz bestimmt nichts hören. Ich habe ein völlig langweiliges Leben gelebt. Es gibt also nicht viel zu erzählen. Er verschränkt seine massigen Arme vor der Brust. Auf seinen Wangen zeigt sich eine leichte Röte. Sei so nett. Truth be told, my real passion is pottery. Trouble is, I got these big hands. Not meant for delicate work. Meine wahre Leidenschaft ist die Töpferei, um ehrlich zu sein. Das Problem ist nur, ich habe solch riesige Hände. Sie sind für feine Arbeit einfach nicht gemacht. Er dreht seine Hände mit den Handflächen nach oben, damit du sie begutachten kannst. Schon eine dieser Hände ist groß genug, dein gesamtes Gesicht zu bedecken. Worked out in the end, of course. Now I specialize in relieving tension in a mauer and death godlike. Schließlich kehrt alles zum Besten. Nun spezialisiere ich mich bei Ermaunern und todesgottähnlichen Spannungen abzubauen. Er nickt vor sich hin. Gefällt dir deine Arbeit? Du scheinst hier gelangweilt zu sein. Ich habe noch andere Fragen. Gefällt dir deine Arbeit? The pay is good and my clients are interesting enough. Naja, die Bezahlung ist gut, die Kunden sind interessant genug. Er zuckt mit den Schultern. Nicht gerade eine begeisterte Bestätigung. Du könntest immer aufhören. Nehmen wir das erste. You caught me there. Du hast mich erwischt. Er lacht nervös und kratzt sich am Bart. The stability is good and all, but I haven't seen anything that gets my blood pumping in ages. You know what I mean? Die Stabilität ist ja gut und der Rest auch, aber ich habe seit ewigen Zeiten nichts mehr gesehen, das mein Blut in Wallung gebracht hätte. Du weißt, was ich meine. Stabilität klingt gerade ganz gut. Was ist schon das Leben ohne etwas Aufregung? Nehmen wir das erste. I can't pretend to know your troubles, but if you ever want to talk about them, I'm here to listen. Ich kann nicht vorgeben zu wissen, was dich plagt, aber wenn du jemals darüber sprechen möchtest, höre ich gerne zu. Natürlich nur für einen gewissen Preis. Nothing's natürlich. Free, friend. And certainly not time. Not when I could be doing other things with mine. Nichts ist kostenlos, mein Freund, und ganz gewiss nicht meine Zeit. Vor allem nicht, wenn ich damit so viele andere Dinge anfangen könnte. Er zwinkert übertrieben und verzieht dann das Gesicht. Hell and a half. I think I might have pulled something in my face.
Bei anderthalb Höhen. Ich fürchte, ich habe mir einen Gesichtsmuskel gezerrt. Ich sollte gehen. Ich habe noch einen arbeitsreichen Tag voller Abenteuer vor mir. Viel Glück dabei. Nehme das erste. Wohin bist du denn unterwegs? Dann nickt zustimmt Seraphin und Xoti. Ja, also, wohin bist du denn unterwegs? Kennst du diese 700 Fuß große, Fuß hohe Statue aus Adra? Ich bin gerade hinter hierher. No kidding. Wirklich? Vor Aufregung lässt er beinahe eine Flasche Maschage fallen. I like to see something like that for myself. Sowas würde ich schon gerne mit meinen eigenen Augen sehen. Er seufzt mit wehmütiger Stimme. Do you think I could come with you? Just for a bit. Meinst du, ich könnte mit dir kommen? Nur für eine Weile? Kotzt das in Anheuern, dann holen wir deine Sachen und lass uns gehen. You don't have to tell me twice. Zur Hölle, das musst du mir nicht zweimal sagen. Ihr seid ein Gruppenmitglied oder Matrose jetzt? Er ist tatsächlich ein Gruppenmitglied. Sänger oder Barbar? Ich hatte ehrlich gesagt noch nie einen Barbaren. Ja gut, ich nehme ihn mal als Barbar mit. Das war immer noch nicht der letzte, hä? Nö. Werbe alle Gefährten an. Alle Helfer wurden angeworben. Ich weiß nicht mal, ob er ein Gefährte oder ein Helfer ist. Sehen wir ja jetzt gleich. Er ist ein Helfer. Okay, kein Gefährte. Weil sonst würde er jetzt hier auftauchen. Gut, dann nehmen wir jetzt die Treppe nach unten, weil hier oben haben wir uns umgeguckt. Mann, was für ein dekadenter Laden, ey. Ich muss euch aber schon mal von vornherein sagen, ich weiß nicht, ob ich Helfer in der Gruppe, in die Gruppe aufnehmen werde. Weil ich möchte mich eher auf meine richtigen Gefährten konzentrieren, mit denen ich Reputation und so weiter sammle. So. Kommen wir doch erstmal in die Küche. Hey Koch, hast du uns was zu verkaufen? Ich habe keine Zeit, mich mit dir abzugeben. Aha. Da ist eine fast nackte Tänzerin. Where in the blazes is that old man? Das Vorspringen ist nächste Woche, okay. Gucken wir aber erstmal, was Khan hier zu sagen hat. Ein komischer Name für eine Frau. Und da gucken wir erstmal hier hinten in die stille Kammer. Da ist noch eine Tänzerin. Du solltest nicht hier sein. Ah ja, okay. Da ist die Bar. Von Gintel, der wahrscheinlich nicht so froh drüber ist. Niemand ist besser als Gintels Tänzer. Okay, hier kann ich mich am Rum und so bedienen. Reden wir erstmal mit der Frau. Die scheint ein Problem zu haben. Eine junge Frau lungert in der Nähe der Bühne herum. In ihrer Hände hält sie einen Becher mit Met. Sie scheint kein Interesse an den Tänzern zu zeigen, doch die Ringe unter ihren Augen sprechen von etlichen Nächten, die sie in der Taverne verbracht haben muss. Sie sieht träge im Raum umher, bis ihr Blick sich interessiert an dir festbeißt. Hey, you're the captain with the ancient Adir and Elf on your crew, right? Hey, du bist der Captain, in dessen Crew sich ein alter adirischer Elf befindet, oder? Warum interessiert dich das? That rat fink son of a go-kisser owes me a fair heap of coin. And his debt's your responsibility now, Captain. Diese Ratte von einem Ziegenknutscher schuldet mir einen ordentlichen Batzen Münzen und seine Schulden liegen nun in deiner Verantwortung, Captain. Die Augen verdrehen und mit den Achseln zucken. Copper, well er
Er schuldet mir 5000 Kupferstücke und ich habe vor, sie mir zu holen. Entweder von seiner oder deiner Leiche. Das spielt für mich keine Rolle. Dann nimm dir, was dir die Schuldung verschwindet. 5000 Kupferstücke sicher nicht. Er ist ein alter Pleitegeier. His debts are your responsibility. Pay up, damn you, or take steel. Du bist ein Captain, also sein Captain. Also liegen seine Schulden in deiner Verantwortung. Gib mir meine Kupferstücke, verdammt, oder du wirst meinen Stahl spüren. Ich kann dir nicht helfen, leb wohl. You honorless oaf. I hope Helia's flying rats eat your eyes. Du ehrloser Dummkopf, hoffentlich fressen Helias fliegende Ratten deine Augen. Sie stampft Wut und Brand davon. I can't wait to sleep in a real bed again. Okay, die ist schon mal pissed. So, dann haben wir hier Captain Adora. You say I cannot down the rest? Watch me, Amico. Du sagst, ich schaffe den Rest nicht auf einmal. Sieh gut zu, Amico. Eine valianische Seefahrerin hebt ihren Kug und biegt sie nach hinten, um ein Elguss in ihren offenen Mund zu kippen. Als sie bemerkt, dass der Becher leer ist, tippt sie auf den Boden des Krugs und runzelt die Stirn. Ihr Gefährte schüttelt den Kopf und richtet seine Aufmerksamkeit woanders hin. Madiko, it is no wonder I thirst. Madiko, kein Wunder, dass mich dürstet. Als sie mit dem Handrücken ihren Mund abwischt, weiten sie sich ihre Augen und blicken auf dich. Ado, why do you stare? Ado, warum starrst du? Dein nächster Kock geht auf mich. Du scheinst nicht so viel Spaß zu haben wie die restliche Kundschaft. Leb wohl, dein nächster Kock geht auf mich. Grassima, even in the Oasis I am parched. Grassima, selbst in der Oase bin ich ausgedörrt. Sie steckt die Münzen in die Tasche und blickt an dir vorbei zum Schranktisch. If you grant wishes, there is a vacancy on my ship. Wenn du Wünsche erfüllst, gibt es eine Freistelle auf meinem Schiff. Adoras finsteres Gesicht wird von einem schüchternen Lächeln erhellt. Yet another reminder that not every seaworthy vessel be crewed up to the standards of the sorcerer. Eine weitere Erinnerung daran, dass ich nicht jedes seetüchtige Schiff eine Besatzung, haben kann, die den Standards der Zauberer entspricht. Er schüttelt den Kopf. Als Captain der Defiant bin ich schon vergeben. Fragt mich nochmal, sobald ich meine Seele wiedererlangt habe. Ja, nehmen wir das erste. Siente. Tut mir leid. Frero heißt Bruder. Radoro neigt ihren Kopf. Next time around the wheel, perhaps. Vielleicht nächstes Mal im Rad. Du scheinst nicht so viel Spaß zu haben wie die restliche Kundschaft. Fun ran dry with the coin. Ach, der Spaß ist mit dem Geld ausgegangen. Sie gibt ein mattes Lächeln. When the dancers see more than an empty purse, I will be a content Radora. Wenn die Tänzer mehr sehen als eine leere Handtasche, werde ich eine zufriedene Radora sein. Sie seufzt und blickt auf die Bühne. Dann leg mal wohl. Hat mir das irgendwo Pluspunkte gebracht? Nö. Ado, my friend. I knew our paths would cross eventually. Ado, mein Freund. Ich wusste, unsere Pfade würden sich irgendwann kreuzen. Ein Valiana brüllt über die Tische der wilden Meere hinweg, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Dabei erregt er vor allem die Aufmerksamkeit der anderen Gäste, die eure Wortwahl interessant verfolgen. Er nimmt einen beherzten Schluck aus seinem Humpen. Kennen wir uns? Not yet, but I know that we will be fast friends. Noch nicht, aber ich kann spüren, dass wir uns schnell anfreunden werden. Tell me, you are the one who sails. Very good. I am a thousand times kurz hier unterbrechen. Aggressive. I am supposed. No one will un. Wo war mein letzter Autosave, als ich hier runtergekommen bin? Ja. Ich will noch mal laden und will mal gucken, wenn ich Khan die Hälfte des Geldes gebe, ob sie dann zufrieden ist und was dann passiert. Ich habe mir das jetzt so hin und her überlegt. Die 5000 kann ich ihr nicht geben. So viel Geld kann ich nicht entbehren, dann bin ich pleite. Ja, dann bin ich fast pleite. Ja. Hey, you're the captain with the ancient Adir and Elf on your crew, right? Ja, warum interessiert dich das? Son of a go-kisser owes me a fair heap of coin. In his debt's your responsibility now, Captain. Ich schulde dir eher einen Klaps auf den Kopf. He's on the hook for 5000 copper, and I damn well expect to get it. Whether it's off his corpse or yours matters not at all to me. Ja, er schuldet mir 5000 Kupfermützen. Er ist ein alter Pleitegeier. His debts are your responsibility. Pay up, damn you, or take steel. Wie wär's mit der Hälfte? Mehr habe ich nicht dabei. It wasn't what I was hoping for, but I suppose that'll have to do.
Look, ja. I'm sorry for dragging you into this mess. You've done right by Oswald in giving him honest work and right enough by me. Let's call it even and part in peace, eh? Pass auf, es tut mir leid, dass ich dich in diesem Schlamassel verwickelt habe. Du hast dich mir und Oswald gegenüber anständig verhalten und genug getan. Sagen wir, es ist Gleichstand und wir gehen beide unsere Wege, oder? Kam wirft dir ein charmantes, lückenhaftes Lächeln zu und gibt. Bevor sie aus der Türe verschwindet, dreht sie sich um und winkt. Was passiert, wenn ich hier den ganzen... Ich will mal einfach ausprobieren. Tut mir leid. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich hier die ganze Summe gebe. Vielleicht lässt sie sich ja anheuern.